So, und damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren. Die Landverräter werden derweil auf dem Weg nach Hauptquell bestimmt einfach verlieren. Okay, und damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Horizon Zero Dawn. Ich weiß nicht, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich glaube, wir haben hier dieses Bahnlager geräumt. Und waren auf dem Weg hier hoch, ne? Ja, begib dich zu den Ruinen. Genau. Und da haben wir auf unserem Weg ein Leuchtfeuer noch. Oben haben wir so einen interessanten Ort, so ein Panorama. Da. Genau. Das heißt, wir gehen hier rum und dann da die Straße hoch. Und wo lang müssen wir? In Richtung Norden. Gut. Ja, Horizon ist bei mir jetzt schon wieder ein Weilchen her, aber ich habe gesehen, mir gehen langsam die Folgen aus, deswegen produziere ich mal wieder nach. Und das ist gerade auch mit eins der einzigen Spiele, die ich spielen kann. Bei Final Fantasy mal abgesehen davon. Da ist ja so einer. Warte mal, was bist du? Behemoth. Bitte was? Er ist aber schon mal gekillt. Ich glaube nämlich nicht. Ah, ich muss es jetzt auch nicht riskieren. Ja, Final Fantasy 15 habe ich zu viele Folgen aktuell. Auf andere Spiele habe ich gerade nicht so zentral Lust. Ich wollte vorhin eigentlich Elden Ring streamen. Als Ergebnis dieses Vorhabens habe ich leider das USB-Kabel zerstört, das mein... dass ich halt nicht nur für meinen Controller am PC dann benutze, sondern auf mein Grafiktablet. Und leider ist das Tablet so geschnitten, dass da quasi kein anderes USB-Kabel reinpasst. Was macht denn die Scherbenspielkiste eigentlich? Metall, Rohstoffe. Was habe ich denn hier an Rohstoffen jetzt? Ja, dieses Schlackeglas. Was ist denn da jetzt? Achso. Dieses Schlackeglas ist auch was, was ich eigentlich verkaufen könnte, oder? Ah, hier. Tasse. Schatzkisten. So, das ist... Warte mal. Guter Fund. Warte mal, ich kann mit dir handeln, um dir Kisten zu kaufen für 10 Scherben, aus denen ich dann 15 bis 20 Scherben rausbekomme. Ja, immer her damit. Ausverkauft, schade. Ah, okay, es können auch weniger Scherben drin sein. Alles klar. Aber ich glaube, ich habe jetzt im Schnitt Plus gemacht. Du kommst mit mir. Ich habe ein Reittier. Jawoll! Ah, stimmt. Schwerer Angriff. Mit denen kann ich ja richtig kämpfen. Ah ja, und... nee, das ist nicht gut. Oh lol, aua. Scheiße, wo ist mein Viech? Wo ist mein Viech?
Wer von euch ist mein Viech? Scheiße. Das da, oder? Ja, der blaue. Nicht die Metallscherben. Au! Ich will wieder rauf hier. Aber wie komme ich jetzt runter? Letztendlich war es ganz witzig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es effektiv war, aber es war lustig. Siehst so aus, als wäre hier irgendwas. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Ich bin gerade tot getrampelt. Na, ah, das Viech hat echt einen saumiesen Wendekreis. Oh, es zieht sich echt beschissen damit. Oh, ich muss. Du bist tot. Du kannst dem Schatten nicht entkommen. Vielleicht kann ich sie nacheinander ausschalten. In die Fresse. Wenn sie mich nicht entdecken. Ein Datenpunkt. Warte, ich sehe uns nirgendwo. Beerdigung einer Zukunftsvision. Eine Odyssee ins Nirgendwo. Paris, 7. Juli 2057. 25 Personen aus 5 Nationen stehen vor den Geschäftsräumen von Odyssey Eurovest. Die Hände feierlich über den Bauch gefaltet oder steif an ihrem Körper gepresst. Einige sind Politiker, andere sind Geschäftsleute. Gibt es heutzutage noch einen Unterschied? Manche sind Wissenschaftler. Gerhard Weitz geht langsam zum Podium. Mit großer Trauer muss ich verkünden, dass die Odyssey seit dem heutigen Tage nicht mehr existiert. Die Reste des Schiffs werden im Orbit verbleiben. Das gesamte Personal wird eine Abfindung erhalten und von allen Verträgen entbunden. Es ist eine traurige Tatsache, dass die größte Hoffnung unserer Spezies auf eine Zukunft außerhalb dieses Planeten es nicht geschafft hat, die Tiefe der terrestrischen, nur als menschlichen Konflikte zu überwinden, seufzte Weitz. Vielleicht kommen die Innovationen, die wir erschaffen haben, zukünftigen Generationen zugute. Die Zeit wird es zeigen. Lieber Herr Weitz, ich glaube nicht. Ich glaube leider nicht. Die Menschheit hat versagt. Und ich habe kein Reittier mehr. Komme ich hier direkt raus? Nö, schade. Okay. Irgendwo hatte ich hier hinten aber, glaube ich, noch jemanden umgelegt, aber ich sehe nicht mehr wo. Schade. Schade. Ah, hier ist noch ein Trümmerhaufen. Ja, und dann heißt es halt wieder zu Fuß weitergehen. Habe ich da nicht gerade was gehört? Nein.
Aber vor meiner Nase ist eine verdorbene Zone. Zu meiner Rechten ist so ein Haufen, den ich durchsuchen soll. Oh, was ist das? Genau da, wo er gesagt hat. Keine schlechte Auswahl. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Wir reden später. Oh, warte! Oh, verdammt! Lang her, verdammt lang. Okay, ich würde als nächstes mal dieses alte Gefäß hier suchen. Ja, aber eigentlich wollte ich zu dem interessanten Punkt da oben gehen. Aber gut. Suchen wir erstmal den Pott. Verdorbene Verwüste, jawoll. So eine Gegnergruppe, auf die ich richtig Bock habe. Da sind Menschen. Da ist ein Wächter. Verdorbener Wächter. Alte Trümmer. Sind außen. Ah, und da ist das alte Gefäß. Ich habe eine Gefäßkollektion vollständig. Vor meiner Nase ist die verdorbene Zone. Was ist? Da ist irgendwas abgehakt. Also wir haben da einen Verwüster, zwei, da haben wir noch einer gerade. Was nehmen wir nicht? Abrüst braucht er. Eins hat er als Schwäche. Ah, du bist der Dritte. Komm nicht ziemlich an. Zack, rum. Au. Oh,
Oh Leute, geht mir nicht auf den Sack hier. So, du brennst erstmal vor dich hin. Die anderen beiden. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Such nicht nach dir, sie sind weg. Ey, als ob der mich hittet, weißt du? Verdorbene Zone abgeschlossen. Also. Da mal wieder ein bisschen Heilung ranholen. Lief doch super. Lief ja fast ohne Schwierigkeiten. Und zwei Skillpunkte. Einen fürs Level-Up und einen für die Aufgabe hier, die Herausforderung. Und eine hiervon. Und hier ist der andere, oder? Nee, hier ist ein Wächter. Wo ist denn der andere Verwüster? Den habe ich doch hier hinten irgendwo umgeschoben, ja. Umgeschossen. Ich glaube, es ist der da vorne, oder? Ja, ist er. Okay. Dann haben wir hier vorne. Panzerwanderer-Areal, da freue ich mich richtig drauf. Weil die Dinger haben eigentlich immer guten Loot gegeben, oder? Wildschwein, Wildschwein. Nützlich für eine alte Rezeptur. Ich brauche deinen Fleisch. Dann haben wir hier noch ein bisschen Heilung. Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Etwas düsterer Vergleich. Ja. Sehr düster, wenn man mich fragt. Warte mal. Da ist doch was. Da kann man irgendwo hochklettern, weil ich... Nein! Um Gottes Willen. Ich sehe da die Möglichkeit, sich abzuseilen. Ich schürf mir alles auf. Also muss es hier irgendwo die Möglichkeit geben, hochzuklettern. Und da kann man klettern. Ich weiß nicht, ob das, was ich hier jetzt gerade tue, so vorgesehen war. Das ist halt die Frage, wie komme ich denn da hoch?
Ich glaube, so wie ich hier jetzt gerade rumspringe, das ist ganz und gar nicht vorgesehen. Theoretisch rum. Kann mir schon vorstellen, warum hier ein Panorama war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich gerade getan habe, genau das ist, was die Entwickler sich vorgestellt haben. Aber ich habe etwas getan. Lol, das ist ja... Apokaschitzturmtour, Tag 1. Wo könnte man besser beginnen als am Ende? Oder eher, wo das Ende begonnen hat? Ground Zero. Dort, wo alles zerstört wurde. Erst meine Karriere, dann alles andere. Und ich meine wirklich alles. Das ist schon hübsch. Mich da gleich fast abknallen oder was? Wo höre ich denn da was? Da drüben. Oh, seit Pixel und Rauch habe ich dann keine Sturmvögel. Abseilen! Ich könnte zwar auch einfach locker nach rechts weiterspringen, es würde auch nichts machen, aber hey, wenigstens erstmal abseilen. Gut, dann haben wir das hier auch abgeschlossen. Dann würde ich mal sagen, reisen wir hier schnell hin, weil ich keinen Bock habe zu laufen und dann beenden wir auch die Folge mal wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.